Tag, liebe Zuschauer, und willkommen zur Sonnabendausgabe der Umschau. Heute geht es bei sommerlichen Temperaturen um Freizeitsport besonderer Art, um Fallschirmspringen, Drachenfliegen und um Wassersportler, die unfreiwillig ins Wasser gefallen sind. Doch zunächst um das Hobby besonderer Art, um Fallschirmspringen, und zwar nicht von jungen Männern, sondern als Freizeitsport von jungen Frauen. Inge Reder spielt gern Hausfrau. Doch mit ihren Gedanken ist sie fast immer bei ihrem Hobby, dem Fliegen und Fallschirmspringen. Beides macht sie mit ihrem Mann gemeinsam. So wundert es nicht, dass am Wochenende, wenn das Wetter gut ist, der Flugplatz Kiel-Holtenau und der Himmel darüber ihr Revier sind. Etwa 4000 Mark kostet die Springermontur, der Haupt- und Reserveschirm samt Gurtzeug, die Kombination, die Stiefel, der Helm, die Brille. So ausgerüstet begleitet Herr Reder seine Frau zum Flugzeug. Inzwischen stellt Hans-Dieter Hansen die Kieler Fallschirmspringergruppe vor. Die Fallschirmsportgruppe im Luftsportverein Kiel ist seit 1956 aktiv. Wir haben 65 Mitglieder. 6 davon sind Frauen. Wir treffen uns an jedem Wochenende bei gutem Wetter hier auf dem Flugplatz in Holtenau und üben eigentlich wann immer es geht unseren Sport aus. Auf das gesamte Bundesgebiet bezogen, kann ich sagen, dass es in etwa 3500 Fallschirmsportler gibt. In etwa 10% davon sind Frauen, ausschließlich Hobbysportler, die diesen Sport am Wochenende pullen. 350 Frauen in der Bundesrepublik also lieben den besonderen Nervenkitzel, der auch hierzulande immer mehr Freunde findet. Hoch über der Kieler Förde verlässt Inge Reder die vereinseigene Do 27. Im freien Fall stürzt der Körper mit einer Geschwindigkeit von 200 Stundenkilometern in die Tiefe. Das ist eine kritische Phase bei diesem Sport, denn sämtliche Steuerungsorgane des menschlichen Organismus, insbesondere das Gleichgewichtsorgan, müssen dieser außergewöhnlichen Situation gewachsen sein. Wird der Fallschirm gezogen, haben Springerin und Ausrüstung durch den plötzlichen Öffnungsstoß das Fünffache des Körpergewichts auszuhalten. Inge Reder berichtet über Mikrofon und Sender, während sie herabschwebt. Rechts und links an meinem Fallschirm habe ich die sogenannten Steuerschlaufen. Mit ihnen kann ich die Richtung meines Fluges sehr gut dirigieren. Ich muss noch ein bisschen zickzack fliegen. Ich habe jetzt noch 150 Meter. Ich werde jetzt ein bisschen in die Bremse gehen. Gehe ich also sehr stark in die Bremse. Ja, ich glaube, ich komme etwas zu weit. Den Zielkreis werde ich wohl nicht mehr erreichen. Oh, oh, oh. Na gut, dann suche ich mir einen Platz auf der Wiese aus. Die wird auch gut sein. So, und schon bin ich unten. Wackert, kein astreiner Zielsprung, aber immerhin. Fast geklappt hätte das ja noch. So. Ja, Frau Reder, willkommen auf der Erde zurück. Der wievielte Sprung war das heute? Ja, das war, glaube ich, mein 216. Sprung. Und seit wann sind Sie Springerin? Ja, ich bin seit 1976 dabei. Das ist also schon 7 Jahre. Derzeit habe ich verhältnismäßig wenig Sprünge gemacht. Es gibt Leute, die also wesentlich aktiver sind. Wie oft müssen Sie in der Woche springen oder im Monat? Müssen natürlich nicht, da es ja mein Hobby ist. Aber um die Luftfahrerlizenz zu erhalten, muss ich in 2 Jahren nur 2 Sprünge absolvieren. Das ist also sehr wenig. Insofern liege ich also weit darüber. Ja, in welcher Höhe sind Sie vorhin ausgestiegen? Wir sind vorhin in 1500 Metern ausgestiegen. Und freier Fall, wie lang? Ich habe dann circa 12 Sekunden freien Fall gemacht. Welches Gefühl hat man dabei, Frau Reder, im freien Fall? Welches Gefühl? Man ist sehr stark konzentriert. Man fällt, man wartet, bis sich durch die erhöhte Geschwindigkeit ein Luftpolster aufbaut. Und man kann dann durch Veränderungen der Arm- und Beinposition also auch sehr wohl seinen Flugweg bestimmen. Und wie lange dauert das dann insgesamt, bis Sie unten sind auf der Erde? Na, ich hänge vielleicht noch circa 3 Minuten am Schirm. So 4 Minuten dauert die ganze Sache, ganz grob gesagt. Nach dem Vergnügen die Arbeit. Der Fallschirm muss fachgerecht zusammengelegt werden. Davon hängt ja schließlich alles ab. Laut Unfallstatistik ist das Fallschirmspringen ein sicherer Sport. Dabei dauert die Ausbildung in Theorie und Praxis nur ein halbes Jahr.
Der Luftfahrerschein für Fallschirmspringer kostet 1500 Mark. Und was macht Inge Räder, wenn sie nicht springt? Wie gesagt, sie ist Hausfrau und sie studiert Jura. Ja, der angehenden Juristin macht es offensichtlich viel Spaß, Fallschirm zu springen. Drachenfliegen macht anderen Leuten Spaß, auch sehr vielen. Und bisher konnte man das Drachenfliegen nur von einem höheren Ort aus beginnen. Man konnte nur von einem erhobenen Ort aus starten. Jetzt kann man auch aus der Ebene starten. Und zwar eine neue Technik macht es möglich. Die Fluglehrer beschäftigten sich mit dieser neuen Technik. Und zwar in einem Lehrgang bei Waldeck am Edersee. Und dieser Lehrgang fand bereits vor einem Monat statt, als dort noch Schnee lag. Flugdrachen und Pilot sind klar zum Start. Das Schleppseil ist gestrafft und zieht an. Wenige Schritte Anlauf nur und der Drachenflieger hebt ab. Die Zugmaschine mit ihrer Seilwinde beschleunigt jetzt auf ca. 50 Stundenkilometer. In einer Flughöhe von etwa 60 Metern klingt der Drachenpilot das Schleppseil aus. Achtung, jetzt. Der Freiflug kann beginnen.